Hallo, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Linien verbinden könnt. Wenn ihr jetzt also ein Schnittmuster habt, wo ihr schon zusammengefügt habt, dann kann man hier ja die einzelnen Linien eventuell entfernen. Dafür müsst ihr gegebenenfalls Gruppen auflösen. Das seht ihr mal rechts, wenn ihr Gruppen zum Beispiel auch beim Zusammenfügen angelegt habt, dann solltet ihr diese Gruppen natürlich auflösen. Und wenn wir jetzt hier die Gruppe entfernen. In dem Fall sehen wir, dass hier diese Teile schon gesamte Objekte sind und keine einzelnen Linien mehr. In diesem Fall, da sehen wir jetzt ganz klassisch, dieser Ärmel ist ja noch nicht zusammengefügt. Das heißt, hier haben wir auch eine Gruppe, die lösen wir auch wieder auf. Ihr könnt es auch mit Rechtsklick machen und sagen Gruppe auflösen oder eben Steuerung, Umschalt und die G-Taste. Dann entferne ich einmal den Rahmen außenrum, den brauchen wir ja nicht mehr. Und dann habe ich mir jetzt hier einmal diese zwei Objektteile, einmal oben den Ärmel und einmal unten den Ärmel. Und den füge ich jetzt hier aneinander. Dann bin ich jetzt da in das andere Objekt reingerutscht. Macht nichts, können wir einfach nach oben wieder verschieben. So, und jetzt muss ich zum Beispiel diese zwei Objektlinien miteinander verbinden, um zum Beispiel später eine Nahtzugabe hinzuzufügen. Denn eine Nahtzugabe kann man nur hinzufügen, wenn das Objekt ein geschlossenes Objekt ist. Ansonsten würde er jetzt hier eine Nahtzugabe nur für diese einzelnen Objektlinien einfügen und das macht ja dann keinen Sinn. Dafür wählt er jetzt hier dieses Knotenwerkzeug aus. Das ist also hier dieses dritte Button. Und dann diese beiden Objektlinien. Die könnt ihr dann einfach markieren, wenn ihr das eine angeklickt habt und dann Steuerung Shift und das andere anklickt. Dann habt ihr jetzt beide Linien miteinander markiert. Und jetzt seht ihr hier schon einen roten Punkt. Die anderen sind blau. Und bei dem roten Punkt bedeutet es, da sind zwei Knotenpunkte, die übereinander liegen, aber eben nicht verbunden sind. Und um das Ganze jetzt zu verbinden, habt ihr hier oben so eine Menüleiste und dann könnt ihr hier diesen Punkt Kurven verbinden anklicken und jetzt das wird aus diesem roten Punkt ein blauer Punkt und diese Linie ist verbunden. Hier oben haben wir ebenfalls nochmal einen roten Punkt, auch diesen markieren wir. Genau, auch diesen markieren wir. Allerdings können wir den hier nicht einfach verbinden, weil nämlich einmal da oben der Punkt zu Ende ist. Deswegen markieren wir jetzt hier unten den Punkt noch mit. Zoome ich ein bisschen weiter raus und sage auch hier Kurve verbinden. Und jetzt hat er uns hier diese Kurve einmal miteinander verbunden. Und das ist jetzt ein ganzes Objektteil. Wenn ich das jetzt hier einmal rausziehe, sehe ich also, dieses Objekt ist einmal miteinander verbunden, komplett. Und wenn ich jetzt hier diese Linie rausziehen würde von der anderen Größe, dann sehe ich, diese beiden Sachen sind eben noch nicht miteinander verbunden. So sah es also vorher aus und jetzt haben wir eben ein komplettes Objektteil, was miteinander verbunden ist. Das muss ich jetzt natürlich für jede Größe einzeln machen, das heißt, ich markiere mir jetzt die nächsten. Ich kann auch einmal das einzelne Objekt markieren und auch hier sagen, Kurven verbinden und dann habe ich schon in einem das Ganze verbunden. Wenn ich das jetzt also hier an die Seite schiebe, dann hat er mir jetzt diesen Teil hier verbunden. Hier fehlt uns allerdings noch die Linie. Ich lasse es jetzt gerade einmal auf der Seite einfach liegen. Und bei der Linie hier gehen wir auch wieder auf das Knotenwerkzeug, markieren uns hier die beiden Linienpunkte und wir wollen ja jetzt eine gerade haben. Dann sage ich auch hier einfach Kurve verbinden und er zeichnet uns jetzt einfach eine gerade Kurve noch mit dazu. Wenn ihr natürlich das so rauszieht, dann ist es immer ein bisschen blöd, das genau wieder zurück zu positionieren. Deswegen, ich habe das jetzt nur als Demonstration für euch einfach mal auseinandergezogen. Also auch hier machen wir das Ganze wieder beim letzten. Und da habe ich jetzt hier einmal den roten Punkt, der miteinander verbunden werden soll. Und hier drüben natürlich auch nochmal. Dann markiere ich mir die und jetzt habe ich also alle Objekte schon miteinander verbunden als ein Gesamtes. So, und bei diesem Rock ist es jetzt so, dass wir hier lauter einzelne Punkte haben. Das sehen wir jetzt hier, wenn wir hier rechts gehen in diese Übersicht, dann sehen wir jetzt hier lauter einzelne farbige Punkte.
Das sind jetzt die roten, dann kommen grüne, dann kommen wieder rote und so weiter. Das heißt also, hier sind uns die Knotenpunkte, also die Linien, all lauter so einzelne kleine Stücke. Das ist jetzt schon immer ein bisschen fisselig, das Ganze zusammenzufügen. Wir haben jetzt hier den Vorteil, dass die ganze Geschichte farbig ist. Das erleichtert es uns. Wenn ihr das Ganze aber in Schwarz habt, wird es schon ein bisschen schwieriger. Ich markiere jetzt einfach hier rechts einmal alle Punkte und sehe dann, er hat mir jetzt auch nur diese Punkte hier markiert. Dann wechsle ich auch hier wieder in den Knotenpunkt und sehe auch hier lauter rote Punkte. Und markiere mir die einfach nochmal und sage auch hier Knotenpunkt verbinden. Und jetzt habe ich also aus lauter diesen ganzen Einzelpunkten habe ich jetzt eine Kurve gemacht. Das Ganze muss ich natürlich jetzt für jede Farbe machen. Das heißt, ich wähle jetzt einfach die nächste Farbe aus. Und klicke jetzt oben wieder auf Knoten verbinden. Und schon habe ich jetzt die ganzen Knotenpunkte als eine Linie zusammengefügt. Jetzt machen wir noch das im Grünen. Und auch hier habe ich jetzt also die einzelnen Knotenpunkte im Gesamten markiert. Jetzt haben wir hier unten noch den Fall. Wir haben jetzt also hier unten auch nochmal Linien. Ja. Und bei denen ist es jetzt ein bisschen umständlicher, weil hier nämlich die Farben durcheinander sind. Das heißt, wir müssen jetzt also hier einmal gucken, welche Farben haben wir denn. Und da würde ich es jetzt einfach euch empfehlen, jetzt in dem Fall, ich verbinde jetzt einmal kurz die drei zusammen, dann habe ich das Stückchen schon mal. Und da verbinde ich die drei zusammen. Und jetzt kann ich mir zum Beispiel diese grüne hier einfach nach hier unten verschieben. Und dann habe ich die schon wieder aneinander. Moment, der hat es mir jetzt hier rein verschoben. Da soll es natürlich nicht rein. Das soll mir hier vorne rein. So, jetzt habe ich es wieder nach vorne gelegt. Und jetzt markiere ich es mir einfach nach hier weiter. Und jetzt versuchen wir es hier auch mit dem Verbinden. Und was wir jetzt sehen, da hat es mir jetzt hier eine Zwischenlinie gezogen, weil mir hier dieser Part dazwischen drin noch fehlt. Das heißt, das trenne ich nochmal auf. Verbinde dann alles bis auf diese Kurve hier oben oder markiere alles. Und so muss man sich jetzt da einfach Stück für Stück durcharbeiten, bis man entsprechend alles verbunden hat. Und wie gesagt, das ist natürlich wesentlich einfacher, wenn die Linien schon entsprechende Farbe haben. Jetzt schauen wir mal, hier haben wir jetzt zum Beispiel einmal den Part, dann haben wir hier die Kurve und dann haben wir hier die Kurve. Die kann ich jetzt so verbinden und habe jetzt hier also mittlerweile eine Kurve angelegt. So muss ich das jetzt eben weitermachen. Das heißt, ich kann mir jetzt einfach hier in die Kurve reinklicken. Dann springt er mir automatisch schon an diesen Part, wo diese Markierung anfängt. Dann kann ich jetzt einfach hier ans ein Ende gehen. Scroll einfach runter, bis das nächste Ende kommt. Und markiere mir einfach diese ganze Reihe einmal mit. So, jetzt haben wir noch die beiden Menüpunkte, die wir zusammen verbinden wollen. Und einmal jetzt noch hier oben. Die beiden wollen wir noch miteinander verbinden. Das heißt, ich markiere mir die beiden und klicke auch ganz einfach hier drauf. Jetzt ist es so, dass hier das ein bisschen unsauber gezeichnet ist. Hier muss natürlich einmal diese Linie an diese äußere Linie nach da oben. Dann kann ich mir den äußersten Knotenpunkt markieren. Und jetzt einfach mit den Pfeiltasten schiebe ich das nach da oben. Jetzt macht er mir hier einmal so einen Bogen rein. Den kann ich jetzt entweder hier mit diesem Bogenpunkt hier verziehen, sodass es passt. Oder aber ich markiere einfach beide Punkte und sage, er soll hier eine Gerade draus machen und eben keine Kurve mehr. Ich hoffe, euch mit diesem Video weitergeholfen zu haben. Abonniert gerne meinen Kanal und gutes Gelingen bei euren Projekten. Thank you.